Hast du dir schon mal vorgestellt, wie es wäre, jemand anderes zu sein auf der Welt? Hast du dich auch schon mal gefragt, wie dein Leben wohl wäre, wenn du nicht hier geboren wärst, sondern auf der anderen Seite vom Meer? Vielleicht wärst du dann Salima. Sie lebt in einem Ziegeleidorf in Pakistan, wo sie oft kein Wasser und kein Essen und auch keine Schule haben, weil es gibt Krankheiten und Kriege und Hunger und Durst. Da ist an Lernen nicht zu denken, wenn dein Magen zu sehr knurrt. Und wie soll es auch eine Schule geben, wenn man damit beschäftigt ist, nur den Tag zu überleben? Und wenn es doch eine Schule gibt und meistens gibt es keine, dann ist es meistens nur ein Raum aus Steinen mit zu vielen Kindern und zu wenig Lehrern. Es gibt zu wenig Bücher, um unterrichtet zu werden, aber du bist nicht Salima, du bist du. Aus irgendeinem Zufall fiel dir das hier zu. Ein Leben in Deutschland ist sowas wie ein Sieg. Ein Land mit Freiheit und Gleichheit und Rechten, ohne Krieg. Und dafür, dass wir hier geboren sind, können wir eigentlich nichts. Genauso wie jedes andere Kind. Man sucht sich ja nicht aus, wo man geboren wird, da oder hier. Und deshalb müssen wir denen helfen, die nicht so viel Glück hatten wie wir. Weil für uns ist in die Schule gehen so normal wie Kaugummi kauen. Wir sagen, Schule ist nervig, aber insgeheim wissen wir auch, wenn wir keine hätten, wäre unsere Zukunft verbaut. Dann könnten wir nie lesen, nie rechnen, nie schreiben. Viele unserer Ziele nie erreichen, nie unser eigenes Geld verdienen und nie was ausgeben und nie unseren Traumberuf machen und nie, wer wir sein könnten, ausleben. Also, wie können wir helfen? Muss nicht schwer sein oder kompliziert. Du machst schon mit kleinen Dingen einen großen Unterschied. Du kannst ganz einfach und von hier helfen, indem du Bleistifte kaufst und Blöcke aus Papier. Für jeden Block, den du kaufst, geht $1 an ein Projekt, das Schulen unterstützt und baut, die es sonst nicht gibt. Und für jeden Bleistift, den du kaufst, geht einer an ein Entwicklungslandkind. Der Schritt ist kein kleiner. Ein Bleistift pro Kind, das mag ja nicht viel erscheinen. Aber ein Bleistift bedeutet, ein Kind kann schreiben. Und ein Kind, das schreiben kann, bedeutet ein Kind mehr, das lernt. Ein Kind, das lernt, heißt ein Kind mehr von der Straße entfernt. Ein Kind, das nicht mehr auf der Straße leben muss, heißt ein Kind mehr mit Schulabschluss. Ein Kind mit Schulabschluss heißt, ein Kind kann arbeiten gehen. Ein Kind mit Arbeit kann auf seinen eigenen Beinen stehen und kann sein eigenes Leben leben. Und alles nur wegen einem Bleistift und wegen dir. Weil du dich getraut hast, was zu machen, oder eher wir, weißt du, viele kleine Leute, die in vielen kleinen Ländern viele kleine Dinge tun, können die Welt verändern. Und du gehörst dazu. Du bist der Grund für Salimas Lachen und ich schwöre, Menschen glücklich zu machen, verleiht Flügel und fühlt sich an wie Gewinnen. Also lass uns doch einfach heute schon beginnen.